Handtaschen waren ihr Markenzeichen, aber auch ein spitzbübisches Grinsen. Die Mode- und Promi-Welt trauert um die US-amerikanische Designerin Kate Spade. Spade wurde vor allem durch ihre Handtaschenentwürfe bekannt. Sie gehörten zur Ausstattung der Kultserie Sex and the City. Viele prominente Fans teilten auf Twitter ihre Trauer über den tragischen Tod der Designerin. Chelsea Clinton erinnerte sich an eine geschenkte Tasche von ihrer Oma. Kate Spade hatte mit ihrem Mann Andy vor 25 Jahren die Firma Kate Spade Handbags gegründet. Die britische Schauspielerin Jamila Jamil lobte sie als brillantes Vorbild. Es ist tragisch, sagt diese New Yorkerin. Meine Familie liebte sie. Wir haben so viele Sachen von ihr. Es ist furchtbar, echt. Die Modemacherin war tot in ihrem New Yorker Apartment gefunden worden. Die Polizei geht von einem Selbstmord aus.